An der Börse herrscht Nervosität und entsprechend stark schwanken die Aktienkurse, was dir und mir schöne Chancen auf Schnäppchen am Aktienmarkt eröffnet. In diesem Video zeige ich dir drei spannende Aktien und verrate dir, in welche der drei Aktien ich bereits heute investiert bin und welche der anderen beiden Aktien ich mir heute, wenn die US-Börsen aufmachen, heute am Tag des Drehs ins Depot legen werde. Auf geht's, mein Name ist Thorsten Tiedt, ich bin der Gründer des Aktienfinders. Ich investiere genauso wie unsere 125.000 Mitglieder hier in Qualitätsaktien, suchen die im Aktienfinder, bewerten die im Aktienfinder. Was auch ganz gut funktioniert, an der Stelle aber noch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung, wohl aber spannende und vielleicht hoffentlich auch lukrative Unterhaltung. Die erste Aktie ist Nvidia, an der kommt ja niemand vorbei. Nvidia hat jetzt Federn gelassen wieder. Wir haben hier den jüngsten Abverkauf und die Aktie ist jetzt innerhalb der letzten Tage um gut 17% gefallen. Grund sind Ermittlungen des US-Justizministeriums wegen eines Missbrauchs der marktbeherrschenden Stellung. Um was geht's genau? Es soll bessere Konditionen geben oder eine bessere Lieferbarkeit der knappen Chips von Nvidia, wenn man ausschließlich bei Nvidia einkauft. Das zum einen und zum anderen. Nvidia ist ja auch ein Softwarehersteller, nicht nur Hardwarehersteller. Sie haben ja auch Software-Schmieden übernommen. Da geht es dann darum, Programme zu entwickeln, die das maschinelle Lernen fördern. Und da wäre es ja vorstellbar, dass diese Software außerordentlich gut läuft auf Nvidia-Hardware und überraschend schlecht läuft auf Hardware von der Konkurrenz. Das sind so Dinge, die werden gerade evaluiert. Es gibt kein offizielles Verfahren, es ist eher noch im Untersuchungsstadium. Es werden gerade Fragebögen verschickt, die auszufüllen sind an andere Tech-Unternehmen. Muss man mal gucken, was passiert. Jetzt kann ich nur sagen, meine Einschätzung zum Besten geben. Ich meine, dass die marktbeherrschende Stellung von Nvidia weniger einem Marktmissbrauch zuzuschreiben ist, als vielmehr dem technologischen Vorsprung der GPUs, die Nvidia verkauft. Und natürlich zieht dann eine so hohe Marktmacht bzw. so viel Erfolg dann das kritische Auge auch von Kartellwächtern auf sich. Abverkauf sehe ich als Chance eher, wenn wir hier in den fairen Wert reingehen. Das hatte ich ja jetzt Nvidia schon mehrfach analysiert, deshalb hier recht kurz und legen dann den fairen Wert hier drüber, den ich auch gar nicht anpassen möchte, weil hier ein knappes 37er KGV halte ich hier für repräsentativ. Wir haben ja vor kurzem die Quartalszahlen auch bekommen von Nvidia und auch wenn ich schon gelesen habe, die werden dass die enttäuschend ausgefallen sein sollen, weil es ja dann zu einem Abverkauf kam von der Aktie. Nein, aus meiner Sicht sind sie sehr gut ausgefallen. Wir haben also sehr hohe Wachstumsraten im letzten Quartal gehabt und auch für das laufende Quartal sieht es sehr gut aus. Es gibt auch leichte Befürchtungen, dass dieser Blackwell-Chip sich weiter verzögern kann. Aber hat der CEO gesagt, jetzt im vierten Quartal werden Milliardenumsätze damit gemacht werden. Das ist soweit im Plan. Insofern, ich sehe jetzt Nvidia weiterhin auf der Erfolgsspur, halte dieses KGV für in Ordnung. Momentan haben wir ein deutlich höheres KGV, das heißt, kurzfristig erscheint die Aktie überbewertet, immer noch überbewertet bei 106 US-Dollar. Fairer Wert jetzt, auch basierend auf den letzten 4 Quartale, wäre jetzt der Kurs, fairer Wert bei knapp 80 US-Dollar. Und aufs laufende Geschäftsjahr gesehen wäre dann der faire Wert bei 101, um die 101 US-Dollar. Also von da aus eine Überbewertung. Aber wenn wir langfristig investieren, dann zeigt hier die Prognose der Analysten das volle Potenzial. Und da hätten wir schon auf den 31.01.2027 eine Renditeerwartung, also über 2,5 Jahre ungefähr, von 22% jährlich, beziehungsweise über 60% insgesamt, fast ausschließlich Kursgewinne. Dividende ist ja sehr, sehr niedrig und es halte ich schon für attraktiv. Das ist die Aktie Nvidia, die ich bereits im Firmendepot habe, wo ich aber relativ spät, ja sehr spät eigentlich rein bin. Ich sage jetzt mal die Käufe. Ich habe Arm und da gehen wir jetzt mal in den Performance-Chart nochmal rein. Noch hier mal Year to Date.
Am 15.07., da sind wir schon hier, habe ich zum ersten Mal gekauft, also so weit oben. Dann habe ich nochmal nachgekauft, aber wenn Aktien so relativ stark volatil sind und dann auch relativ weit oben sind, dann kaufe ich gestaffelt. Das heißt, den zweiten Kauf habe ich dann am 30.07. gemacht. Das war hier, nachdem die Aktie gefallen ist. Und dann habe ich nochmal gekauft hier am 5.08. Das war also hier relativ knapp dahinter, als der japanische Aktienmarkt gecrasht ist. Da hatte ich dann auch Glück gehabt. Bei Marktöffnung gekauft, da habe ich dann hier für 92, also hier unten, dann sind mir die Tagesendkurse für 92 Dollar die Aktie bekommen. Und ich habe jetzt also schon dreimal nachgekauft und würde es eventuell auch noch ein viertes Mal tun, aber dafür müsste die Aktie nochmal deutlich weiterfallen auf um die 85, 80 Dollar in dem Bereich rum. Ich mache mir jetzt mal ein Kauflimit dann bei 85 Dollar. Du kannst dann auch sehen, hier mit den Bewertungslinien, wie hoch dann die entsprechende Renditeerwartung wäre. Bei 80 US-Dollar, das wäre hier, hier unten dann, hätte man eine Renditeerwartung dann von jährlich schon 37,6%. Ich natürlich nicht, weil ich bei mir wäre das dann ein Mischpreis sozusagen. Also, ich mache hier mal ein Kauflimit rein bei 80 US-Dollar und dann werde ich ja informiert, sobald der erreicht werden würde. Ich hoffe natürlich, dass er erstmal nicht erreicht wird, sondern dass es tendenziell eher dann wieder nach oben geht. Schauen wir mal. Dann ist jetzt eine zweite Aktie und das ist ein Exot. Das wäre, ich gebe mal hier Valores ein, die mexikanische Börse, also Bolsa Mexicana de Valores. Spanisch spreche ich übrigens nicht. Muss ich aber auch gar nicht, um zu sehen, dass es hier fundamental um eine sehr attraktive Aktie handelt und vor allem für Fans hoher Dividenden. Gehen wir mal hier in die Dividendenhistorie rein und da siehst du, dass die Aktie momentan auf eine Dividendenrendite von 7% kommt und das ist natürlich schon recht ordentlich. Die verdienen ihr Geld mit dem eine Börse halt so ihr Geld verdient. Das heißt, die Ausgabe von Aktien, Anleihen, Derivate bzw. der Handel mit denselben Kunden sind Unternehmen, Privatanleger, der mexikanische Staat selbst, der beispielsweise seine Anleihe über die Börse begibt und sie erzielen zusätzliche Einnahmen selbstverständlich durch den Kauf von Finanzdaten, die sie dann entsprechend haben, also Kursdaten und andere Daten. Und die Unternehmen selbst müssen natürlich auch für das Listing da bezahlen und dann natürlich die Gebühren für den Handel. Also das typische Geschäft einer Börse. Und es ist die größte Börse Mexikos und Mexiko profitiert ja vom sogenannten Nearshoring auch. Das heißt, dass die USA in erster Linie auslagert, aber dann weniger als nach China, weil es sind nicht mehr die dicksten Freunde, die sie früher mal waren, sondern beispielsweise nach Mexiko. Und ich denke, hier das Fundamentale spricht ja auch für sich. Und wir sehen hier, dass die Dividenden schön gedeckt sind. Das heißt nicht, dass die Dividende immer auf Teufel komm raus gesteigert wird oder wenigstens konstant gehalten. Hier haben wir jetzt einen leichten Rückgang der Dividende, aber insgesamt ist die Dividendenrendite immer noch sehr hoch. Und das Schöne auch ist, ich habe nochmal nachgeschaut, beim Bundeszentralamt für Steuern hier. Wir haben keinen Nachteil zu befürchten durch die mexikanische Quellensteuerung, dass es da zu einer unvorteilhaften Doppelbesteuerung käme. Quellensteuer ist 10% in Mexiko und wird voll anerkannt. Bevor ich es vergesse, die Aktie wird auch an deutschen Börsen gehandelt. Das heißt, man könnte sie kaufen, wenn man denn wollte, dann aber unbedingt aufs Limit achten. Unbedingt auf Limit kaufen, weil solche eher exotischen Aktien haben ein relativ niedriges Handelsvolumen und wenn man da nach Markt kauft, dann lässt man gleich mal ein bisschen Geld auf den Tisch und das müsste ja nicht sein. Wenn wir uns mal die Performance hier anschauen, gehen wir mal gleich hier rein. Nein, gehen wir kurz in den Qualitätscheck noch rein. Gucken wir uns die Bilanz vor allem an, weil die sieht sehr gut aus auf der einen Seite, also wenn man hier sieht, die sind schuldenfrei. Hier, jetzt will ich wieder die Schulden einblenden. Tilgungskraft auch mal raus. Und das Käfervermögen mal auch raus. Dann seht ihr hier die liquiden Mittel.
in Höhe von 3,2 Milliarden mexikanischen Pesos. Zinstragende Schulden gerade etwas über 400 Millionen. Also ihr seht hier die faktisch schuldenfrei. Und wenn ihr hier seht, der freie Cashflow ist so hoch, dass auch nach Ausschüttung der Dividende, also freie Cashflow abzüglich Dividende, ist immer noch höher hier als die kompletten zinstragenden Schulden. Also das ist sehr, sehr gut. Wir sehen aber auch hier relativ hoher Goodwill in Höhe von etwas oder knapp 3,1 Milliarden mexikanischen Pesos. Der Goodwill ist allerdings schon relativ alt, den gibt es schon hier in der Höhe seit 2014 von der Übernahme, das heißt seit 10 Jahren. Seitdem kam es nie zu wesentlichen Abschreibungen. Insofern würde ich es nicht zu hoch gewichten. Ganz leicht gibt es auch Aktienrückkäufer. Insofern, da von der Seite aus meiner Sicht alles in Ordnung. Und dann fangen wir mal an, die Aktie zu bewerten, mit was für einer Rendite wir da rechnen können. Und ich habe hier, wir nehmen hier den bilanzierten Gewinn für die Bewertung der Aktie. Und ich würde das Ganze hier, 8 Jahre, Moment, sind 8 Jahre doch, 10 Jahre vielleicht hier. Und wir sehen, das ist etwas, hier sehen wir es besser, dass es hier zu einem leichten Gewinnrückgang gekommen ist. Wir so eine leichte Delle haben, das möchte ich in der Bewertung auch berücksichtigen. Das heißt, ich möchte jetzt hier das KGV, aktuell liegt es bei 11,4, also relativ niedrig. Im Schnitt lag es bei 17,4, also deutlich höher. Und man sieht, dass wir hier eine Phase haben, seit ungefähr 4 Jahren, in der die Aktie so einen Abwärtstrend aufweist. Und ich möchte auch das KGV hier nach unten korrigieren auf 14 an der Stelle. Und wenn ich das mache, sieht das Ganze hier so aus. Das sieht man schon hier, dass der faire Wert hier deutlicher am tatsächlichen Aktienkurs der letzten Jahre zumindest lag und auch mal kurz dann hier erreicht worden ist, in Zeiten des Abverkaufs. Und da haben wir hier erstens mal eine deutlich konservative Bewertung und sehen aber trotzdem noch, dass der faire Wert dann hier bei knapp 37 mexikanischen Pesos aktuell liegen würde, während der Aktienkurs bei unter 30 mexikanischen Pesos notiert. Das heißt, wir hätten hier ein Aufwärtspotenzial bis Ende nächsten Jahres von insgesamt knapp 50%. Davon das meiste Kursgewinn, aber natürlich auch Dividenden. Das halte ich schon für relativ attraktiv. Man könnte sogar noch weiter runtergehen, noch mehr, noch konservativer sein. Und hätte man immer noch ein positives Renditepotenzial. Wir können auch hier den Prognosekorridor einblenden. Das heißt, hier sind die drei Analysten. Da haben wir dann die positive, die negative Schätzung und die Konsensschätzung. Und man sieht auch auf die pessimistische Schätzung hier, hat man immer noch ein Renditepotenzial von knapp 28% bereits nach unten korrigiert hier. Also das ist eine Aktie, die halte ich für interessant. Und wem sie in die Anlagestrategie passt, ist natürlich eine Aktie hier, die in erster Linie für diejenigen interessant sind, die auf hohe Dividenden stehen. Für Gewinnwachstum wie bei Nvidia ist die Aktie jetzt ja entsprechend weniger interessant. Und das wäre dann eine Aktie zum Beispiel, die ins dicke Dividendendepot gut bei uns passen würde. Da investieren wir ja in 20 Qualitätsaktien. Also das dicke Dividendendepot findest du hier. Das sind dann hier die 20 Qualitätsaktien. Das läuft außergewöhnlich gut. Ich verlinke das unten auch. Wir haben kurz eine Auswertung intern gemacht. Wir haben sogar den MSCI World geschlagen. Dividendendepot aus einer kompletten Jahressicht, also über die letzten 12 Monate, was eigentlich schon fast der Quadratur des Kreises entspricht. Das heißt, man hat ein Depot, ich sag's nochmal, das hier eine Dividendenrendite von 3,7% hat, auf unseren Einkaufskurs sogar 4,4% auf unseren Einstandskurs. Also wirklich hohe Dividenden und fahren damit auf 1 Jahressicht besser als der MSCI World. Dazu erzielen eine höhere Rendite, obwohl der MSCI World ja auch aus 12-Monats-Sicht durch die Tech-Aktien in erster Linie auch gepusht wurde. Also das ist schon außergewöhnlich, hat auch seine Gründe. Wir werden da wahrscheinlich sogar einen kleinen Artikel drüber schreiben, wie das sein kann und was man zu erwarten hat dann, wenn man in so einer glücklichen Phase ist, für die weitere Zukunft hinaus. Weil es soll auch keine unrealistischen Erwartungshaltungen geben, dass man sagt, hey, super, das läuft jetzt die ganze Zeit besser als der MSCI World beispielsweise. Okay, zurück zur mexikanischen Börse. Also interessanter Exot aus meiner Sicht,
auf jeden Fall. Ist aber nicht die Aktie, die ich mir heute kaufen bzw. zulegen werde ins Firmendepot. Im Firmendepot übrigens geht es nicht um dicke Dividenden, da geht es um hohe Kursgewinne. Deshalb würde ich sagen, auf zur nächsten Aktie. Das wäre dann die dritte. Und das ist sie, die Celsius Holding. Und da wir gerade schon in der Scorecard sind, sieht man hier Gewinnwachstum. Die zahlen überhaupt keine Dividende. Es wäre eine Aktie für Gewinnwachstum. Jetzt kann man sagen, der Wert von 6 ist jetzt gerade nicht so dolle. Und da haben wir hier auch ein Ausrufezeichen. Das heißt, jetzt innerhalb der letzten 3 Monate um über 50, 56% an Wert verloren, was auf akute Probleme im Unternehmen hinweisen kann. Und da gucken wir uns jetzt nochmal die Aktie an und auch warum die Gewinnstabilität nur quasi im Mittelmaß ist. Gehen wir mal kurz in den Qualitätscheck rein und dann sieht man schon, erst seit kurzem erzielt das Unternehmen Gewinne. Aber man sieht hier, also woran liegt es? Es liegt an den Margen. Die Margen sind jetzt, die operative Marge bei 22,5%, aber vor kurzem, also noch deutlich niedriger, beziehungsweise sogar negativ. Also hat das Unternehmen damals Verlust gemacht noch. Ganz kurz zu Celsius. Was machen die? Warum sind sie gefallen? Aber vielleicht vorher mal, wie sieht die Gesamtperformance hier aus? Und man sieht vor allem hier, seit 2013 hat die Aktie richtig gut zugelegt hier, 29.000%. Wir sehen aber auch hier, wenn wir ganz genau hingucken, dass wir hier in den letzten Monaten einen Abverkauf hatten. Wenn man Year to Date macht, dann sieht man, dass die Celsius-Aktie verloren hat. Und zwar hier, ich würde gerne hier draufklicken, so jetzt habe ich es geschafft, 2/3 an Wert verloren und alleine gestern nochmal ein Abverkauf von um die 12%. Celsius ist ein Konkurrent von Monster. Das heißt, es sind eben die verkaufen Energy Drinks. Und Celsius ist aber so ein Nischenplay. Sie haben quasi Energy Drinks für gesundheitsbewusste Konsumenten interessant gemacht. Sie verzichten beispielsweise auf Zucker oder verarbeiten natürliche Zutaten und solche Dinge, haben auch ein entsprechendes Design, was sich dann gesundheitsbewusste Verbraucher richtet. Sind damit sehr erfolgreich. Das sieht man eben entsprechend hier, dass sie jetzt Gewinne und auch positive Cashflows erwirtschaften, dass die Margen entsprechend hoch sind und dass wir hier eine absolute Explosion haben, was die Umsätze angeht. Das sollte man auch alles in den Kennzahlen sehen. Also wir haben hier Wachstumsraten des Gewinns tief im zweistelligen Bereich. Die Stabilität des Gewinns liegt momentan nur bei 0,48 noch von 1 als höchstem Wert. Minus 1 wäre der schlechteste Wert. Aber die wird jetzt über die Jahre voraussichtlich immer besser werden. Wir sind daher also immer noch relativ, also für einen langfristigen Investor würde ich sagen, auch wenn die Aktie schon sehr gut zugelegt hat, relativ früh dabei, wenn man sich das fundamental ansieht. Also sie ist dann in einem Übergang zu einer Qualitätsaktie und es dauert jetzt noch ein bisschen, bis sich das hier in den Kennzahlen ausdrücken wird. Der operative Cashflow, die Stabilität ist schon deutlich höher und beim Umsatz sieht man nochmal, ist auch nochmal ein bisschen besser, aber alle Zuwachsraten sieht man hier, sind sehr, 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 sehr gut. Und was auch sehr interessant ist, ist hier die Bilanz. Man sieht also auch hier, so ähnlich wie die Börse Mexiko, wir sind hier komplett schuldenfrei, sogar noch besser. Wir haben weniger als 2 Millionen US-Dollar zinstragende Schulden. Wir haben aber Cashbestände in Höhe von über 900 Millionen US-Dollar. Das ist natürlich schon sehr, sehr stark. Jetzt müssen wir uns fragen, warum kam es denn hier zu dem kompletten Abverkauf hier? Also wir haben insgesamt eine Gewinnverlangsamung und der jüngste Abverkauf wurde durch die Nachricht initiiert, dass PepsiCo, ihr Vertriebspartner, der auch eine strategische Investition von 8,5% in Celsius getätigt hat, noch höhere Lagerbestände hat und diese erstmal abverkaufen will und so lange mit den Bestellungen mal ein bisschen kürzer treten möchte. Und das soll dieses Jahr, in diesem Quartal 100 bis 120 Millionen Dollar Umsatz kosten. Ist aber voraussichtlich erstmal was ein kurzfristiges Phänomen. Wenn die Lagerbestände abgebaut sind, dann sollte es wieder zu vermehrten Käufen von PepsiCo kommen. Und insgesamt ist aber immer noch weiterhin Wachstum da im zweistelligen Bereich bei Celsius.
Und ist der Energy-Markt, der Markt für Energy-Drinks, der Markt, der im Getränkemarkt, im Getränkesegment am schnellsten wächst. Und langfristig immer noch positiv. Und ich denke, wenn ich mir die Umsätze hier anschaue, auch nach Region, sieht man ja genau, dass die meisten Umsätze immer noch in Nordamerika gemacht werden. Das heißt, hier ist international noch sehr viel Luft für Wachstum beispielsweise. So dass ich das Ganze als ja, eine Chance sehe, hier zuzuschlagen. Gucken wir uns mal die Multiples an hier. Beispielsweise hier auf dem Bereich Gewinn, da sieht man, dass die Aktie hier schon KGV von 100 hatte. Aktuell liegt das KGV bei 33, hat sich also gedrittelt, genauso wie auch der Aktienkurs. Und man kann auch das KUV hier einblenden. Da sieht man, das liegt momentan bei um die 5. Die Aktie kann man am besten mit dem KUV bewerten, weil die Gewinnhistorie ist ja jetzt noch nicht so besonders lang. Habe ich ja eben gezeigt. Umsatz gibt es natürlich schon die ganze Zeit. Die Margen steigen, das habe ich auch gezeigt. Das heißt, der Umsatz wird immer mehr wert. Das KUV sinkt aber immer weiter. Das ist eine interessante Kombination und soll dann natürlich auch in der Zukunft weiter sinken. Und ich gehe nochmal hier auf alle. Und schauen wir mal einen kürzeren Zeitraum. Hier mal gucken, wie es da so aussieht. Interessiert mich gerade. Ja, ganz früher vor dem Siegeszug hatte Celsius ein KUV von deutlich unter 1. Aber das ist schon lange her. Und jetzt, wo sie so starkes Wachstum haben, auch wenn es ein bisschen nachgelassen hat, halte ich das jetzt nicht für wahrscheinlich, dass es jemals wieder erreichen wird. Also wenn wir mal hier ein durchschnittliches KGV haben wollen, was halbwegs realistisch ist, können wir zum Beispiel diesen Zeitraum hier auswählen. Dann kämen wir auf 7,44 sogar. Jetzt schauen wir mal auf 10 Jahre. Wie hoch ist es da? So, jetzt war gerade das Internet weg, aber hier bin ich wieder. Also, wir wollten uns jetzt mal mit der Bewertung noch von Celsius beschäftigen. Und da nehmen wir nicht den Gewinn, sondern wir machen das Ganze hier am Umsatz fest. Also dem, was der Größe, die schon relativ lange messbar ist. Und zoomen ein bisschen rein. Und da wäre jetzt dann hier das KUV im Schnitt bei 6,3. Und das würde jetzt zu dem entsprechenden fairen Wert hier führen. Man würde also sehen, dass die Aktie momentan unterbewertet ist, weil das durchschnittliche KUV lag bei 6,3. Und daraus leitet sich ein Kurswachstum bzw. Kurspotenzial ab von hier jährlich 30,8%. Das ist schon relativ viel, würde ich sagen. Man sieht auch nochmal eindrucksvoll hier, wie der Abverkauf gewesen ist. Wir haben hier beim Umsatz Wachstumsraten von um die 20% im Jahr und da halte ich jetzt so ein KUV von 6,3 schon für realistisch. Man kann sich auch mal hier den Prognosekorridor nochmal einblenden und dann sieht man, dass es durchaus Analysten gibt, die deutlich positiver schätzen. Wir könnten aber auch hier mal tief stapeln bei der negativen Prognose. Da hätten wir immer noch ein Renditepotenzial von jährlich 23%, was ja in etwa dem Wachstum hier entspricht. Man könnte natürlich auch, wenn man es ganz, ganz konservativ machen will, auf das KUV auf 5,2 reduzieren. Das heißt, aufs Aktuelle sagen, ja, der jüngste Abverkauf, der war durchaus noch gerechtfertigt. Jetzt wäre die Aktie fair bewertet. Und dann sogar noch die negative Analystenprognose nehmen. Da hätte man eine jährliche Renditeerwartung von immer noch 13,5%. Und diese 13,5% Rendite aufs Jahr, ausschließlich Kursgewinne, wäre ja immer noch interessant. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Aktie, die ich mir heute ins Depot legen werde, ins Firmendepot, wo es um Kursgewinne, nicht um Dividenden geht, das wird die Celsius Holdings sein. Und was ich jetzt dann noch machen werde, ist, ich werde eine Market Order machen, weil ich bin heute Nachmittag wahrscheinlich nicht da. Und Market Order bei Börseneröffnung, das kann man machen bei Aktien, die ein hohes Marktvolumen haben, wie die Celsius Holdings beispielsweise. Da kann man dann einfach sagen, okay, ich kaufe die ohne Limit, ich kaufe die einfach zum Eröffnungskurs und gut ist. Das hat übrigens am 5. August, an einem Flash Crash,
ausgelöst durch den Kursschutz in Japan, hervorragend funktioniert. Da war nämlich gerade die Panik am höchsten. Und dann innerhalb des Handelstages, dann hat sich die Börse schon wieder erholt. Kann aber mal so natürlich mal so gehen. Wie es kurzfristig, ob die Celsius-Aktie kurzfristig jetzt noch weiter sinken wird, weiß man nicht. Ich werde die, wie gesagt, immer in Tranchen kaufen. Ich werde in diesem Fall die erste Tranche relativ hoch machen. Bei Nvidia war ich sehr vorsichtig, deshalb kann ich da auch in mehreren Tranchen nachkaufen, konnte mir auch eine vierte Tranche vorstellen. Es geht ja immer darum, dass die einzelne Position keine zu hohe Gewichtung bekommt. Ja, und an der Stelle aber auch nochmal der Hinweis, also wirklich ist keine Kaufempfehlung. Ihr kauft eine Aktie dann, wenn ihr selbst davon überzeugt seid, von dem Unternehmen und wenn sie in eure Anlagestrategie passt. Ihr findet ja zu jeder Anlagestrategie, die ihr habt, interessante Aktien im Aktienfinder. Also ihr müsst euch jetzt nicht auf eine einzelne Aktie einschießen, nur weil ich die jetzt gerade interessant finde. Gut, das war's. Sag gerne davor, gib gerne deine Meinung unten in die Kommentare rein. Was hältst du von Celsius? Was hältst du von den beiden Aktien, Nvidia und von der mexikanischen Börse? Oder hast du selbst eine Aktie, die du als sehr interessant derzeit empfindest, weil sie vielleicht günstig bewertet ist? Schreib gerne einen Kommentar. Ansonsten bleibt man noch sich bei dir zu bedanken fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Ciao.